Hat ein bisschen was von der Kathedrale im ersten Akt von Diablo 2. Also nicht die Kathedrale, die Kapelle ist das, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hier nicht? Nee. Hier so? Warum zeigt das denn dahin? Hier ist doch gar niemand mehr. Stand hinter der Wand. Ungünstig. Ja. Ah, weißt du, dann gehe ich halt wieder auf den scheiß Feuerball rüber. Das ist mir doch jetzt hier auch alles so anstrengend. Dagowitz hasst. So, wo sind denn hier noch Leute? Ist doch nirgendwo noch wer, oder? Ich meine, ich habe offensichtlich die Gruppe noch nicht vernichtet, aber was ist denn Dagowitz Hast überhaupt? Ah, Beinschienen sind das mit 35. Das ist ganz okay. Feuerresistenz, Angriff und Verteidigung plus 10. Giftresistenz. Naja, 5% Charisma. Charisma, haben wir überhaupt Charisma? Na, ja, ganze 33. Knüller. Aber mentale Regeneration plus 10, Magiekunde plus 5. Alter, die Dinger sind richtig nice. Die sind richtig nice. Wie sieht denn das bei meiner Regenerationszeit aus, wenn ich hier von 5... Bleibe ich auf 5, mache ich mehr Schaden? Auf jeden Fall. Dann behalte ich die schon mal an, dann müssen wir nur dran denken, dass wir die noch sockeln. Bei Gelegenheit. Ja, nice! Sich das doch gelohnt. Wäre vom Dagowitz-Set nicht noch was? Dagowitz-Griff. Offensichtlich. Vielleicht irgendwo. Trage ich aber offenbar nicht. Oder war das so ein Ring? Nee. Ach, das ist der Gürtel. Okay. Ah, das ist 0 von 2 und es gibt 3 Items. Das ist 2 von... Nee, es muss mehr geben. Es gibt noch... Gott, vom Dagowitz-Set gibt es 6 Items. Okay, ach, das sind auch Set-Boni, die das hier alles mitbringt. Ja, sweet. Okay, zumindest das bringt was. Das kommt weg, das kommt weg. Ich hab keinen Bock, das alles mit mir rumzuschleppen. Die ganzen weißen Items bringen beim Verkaufen ja auch nichts. So, Gott, stand ich die ganze Zeit da und hab gebrannt. Dramatisch. So, jetzt ist hier auch der blinkende Pfeil irgendwie weg. Ist hier... Okay, ich bin irgendwo. Nur ein Albtraum? Hm. Vielleicht. Ich, ich gehe jetzt einfach mal wieder raus, ne? Der Arm des schwarzen Priesters, das ist da runter. Okay. Ey. Dein Blut reinigt. Ach, die spawnen jetzt hier einfach ganz spontan, weil die da jetzt Bock drauf haben, ja? Okay, sind die alle respawned oder? Nö, offenbar nicht. Alter, wie friedlich kann man hier sowas eigentlich bauen? Ach, da geht's noch runter. Na, leck mir den Strumpf. Ja. Kannst du das bitte nicht tun? Das wäre super. Mische dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern. Ja, irgendwie sind wir alle Zauberer, habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt auch nur so eine Idee. Ah, da sind auf jeden Fall Geiseln, okay. Oho, Priesterin Level 26. Die toast ich gleich mal persönlich weg.
Natürlich nicht für uns. Warum auch? Na komm. Krasser Kampf. Na komm, den Ahnenschrein klicken wir auch nochmal an. Oh, naja. Besser als nichts. So, ihr lauft mir jetzt alle hinterher, oder? Sehe ich das richtig? Na, danke. Okay, dann lasse ich die Türen da einfach mal zu. Und gehe jetzt einfach wieder hoch. Hoffe, dass... Nein, mach die Tür doch auf. Mach doch die Tür auf, Junge. Hoffe ich einfach mal, dass hier niemand nachgespawnt ist. Nö, das sieht ganz in Ordnung. Na, natürlich. Natürlich. Könnt ihr bitte nicht meine Geiseln antosten? Das wäre nett. Ist alle überlebt? Nee, ich glaube, irgendwer ist verreckt, oder? Na, egal. So, wo muss ich mit euch Gesindel jetzt hin? Irgendwo hier so. Zu dem Plätzchen. Ich muss hier raus. Aber warum denn? Hier was abgeben. Das heißt, du hattest... Ihr versteht sicher, dass ich einen solchen Auftrag nicht annehmen kann. Na, wenn wir schon mal hier sind, weg, weg, weg. Das bleibt noch. Das kommt weg. Oh Gott, wir brauchen mal Heiltränke, sehe ich gerade. Das war dringendst. Richtig viele haben wir nämlich nicht mehr. So, wie kamen wir jetzt zügig raus? Oh, ich bin aufgestiegen, das ist sehr schön. Widerstand. Gab es hier nicht was anderes Nettes auch? Körpereigenen Schutz, ja. Ich würde eigentlich ganz gerne eher so... physische Regeneration. Kann ich nicht irgendwie direkt den Kram hier leveln? Schon. So, Konstitution. Mehr Leben ist nie verkehrt. Feuermagie kann auch einen hoch und mehr Leben. Das passt schon. So, dann kommen wir hier jetzt vielleicht raus, ja? Geht das? Danke. Dann eiern wir wieder den ganzen Weg drumherum. Bleiben irgendwo hängen, weil wir nicht hingucken, wo wir hinlaufen. Warum auch? Völlig überbewertet. Und da unten hat noch ein Händler irgendeine Sidequest, sehe ich gerade. Irgendwo da so? Oder auch nicht. Wirklich? Unfassbar. Immer diese Rumreiterei hier. Stunden, Jahre, Wochen später. Sieht es aus, als könnten wir da vorne vielleicht dann die Quest abgeben. Aber wenn ich jetzt noch irgendwo hineiern muss, schenke ich mir das einfach. Einer von euch hier? Wo muss ich da in die... Könnt ihr nicht meine Leute schlagen? Fuck that. Ist der letzte auch noch verreckt? Dann raste ich aus. So, wo muss ich jetzt hin? Bei wem darf er... Ah, da, okay.
Gimnias tödlicher Fingerreif. Widerstand gegen Zauber, Regenerationszauber, kritische Treffer landen. Ein Traum. Mehr davon. So, was ist hier besonders scheiße? Du bist besonders scheiße. Alright. So, hätte ich jetzt ganz gern das Ding wieder. Und jetzt haben wir da... Ach Mist, den scheiß Zeremonienstab. Ja, Mist, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Den hätten wir natürlich noch abgeben können. Okay, mein Fehler, gebe ich zu. Aber da kommen wir jetzt auch noch hin. Kommt ihr noch weiter hinterher? Tatsächlich. Gut, dass sie überhaupt nicht nerven oder so und die ganze Zeit so, dein Blut, haben aber auch eine schlechte Laune, die Jungs, das ist unfassbar. Letzte Zeremonienstab. Nee, hier muss ich gar nicht rein. Ich erinnere mich, ich muss hier oben lang. Irgendwas hier immer. Gut, dass wir jetzt auch schon irgendwie wie... Okay. Liegt da und macht Pause. Dass wir jetzt eine halbe Stunde schon wieder nur für irgendwelchen Sidequest-Gedöns rumgammeln. Aber wir haben zumindest das ein oder andere brauchbare Item gefunden. Wenigstens das. It's something. Warum bin ich hier abgewichen? Ich habe keine Ahnung. Hier oben ist auch noch voller... Ich habe das hier alles noch gar nicht angeguckt. Kommt denn hier eigentlich noch? Okay. Mächtige Festung. Müssen wir wahrscheinlich später noch hin. So sei es, wir haben ja dann ein Portal. Guck mal. Du hast auch auf jeden Fall noch Tränke, das ist ganz gut. So lala, Rüstung, können die was? Ja, Feuerresistenz natürlich nicht. Aber überzeugt mich auch nicht so richtig. Waffen? Nein, komm. Oh, wobei, warte mal. Moment. Kampfmagierstab, Regeneration. Drei Sockel, Alter. Lohnt das? Regenerationszauber 37%, aber da fehlt der ganze Feuerschaden. Nein, das lohnt auf gar keinen Fall. Das lohnt nicht. Wenn da irgendwie meine knapp 40% Feuerschaden flöten gehen, dann, nee. Ich das soll lassen. So. Wow. Das ist alles? Dachte, ich kriege hier vielleicht noch ein geiles Item. Hier schon. Unglaublich. Hat sich ja richtig gelohnt. Achso, Moment. Gesuchter Ring der Abergläubischen. Kann der was? Habe ich den da hingeschmissen? Ich habe keine Ahnung. Bleibt auf jeden Fall hier. Ist scheiße. Ugh. So, steig auf da. Bloß weg aus dem Dreckskaff. Rein in die Kanalisation, würde ich sagen. Müssen wir nochmal zum Schmied oder sonst irgendwas machen? Wir müssen auf jeden Fall noch was sockeln. Gut, dass ich drüber nachgedacht habe. Schmied war rechts so. Beziehungsweise unten da vor der Tür ist auch einer. Dann können wir auch den nehmen. Jawohl. Gott, bin ich froh, dass wir uns doch noch tatsächlich ein schnelles Pferd geholt haben. Wo reite ich denn eigentlich hin? Wo geht's denn da eigentlich hin? Waren wir da schon? Kann da oben der Schmied was? Will ich da mal hingucken? Ich glaube, ich will da mal hingucken. Oh, das hat nicht so richtig lange gehalten. Schade.
Gott, hier ist voll die Action. Gegen die Macht des Feuers bin ich nicht ausreichend geschützt. Ja, ja, ich weiß. Glitzernde Schwingen des Abenteuers, das ist doch garantiert für die Seraphim. So, liegen hier, hier Heiltrank. Heiltrank. Ah, der Knecht kann da mal stehen bleiben. Diese Soundkulisse ist schon... es gibt einen Skill, der heißt Tentakel. Warum kann ich den nicht? Der mit. Ich möchte total Tentakel haben. Mann, oh. Ist hier überhaupt noch richtig? Ja, sieht gut aus. Ich hätte natürlich auch einen Wegpunkt setzen können. Alles droppen. Feuerball. Gold. Gute Sache. Gott, tatsächlich Bogenschützen. Nicht doch. Das ist nicht gut. Nehme. Das kommt nie gut. Aber auch die gehen irgendwann den Nahkampf über. Das finde ich ganz angenehm. Hier wollte ich nochmal gucken. Okay, wir sind fast da. Die Frage ist, muss ich da hoch oder muss ich hier unten bleiben? Noch mal ein extra Ort hier. Na krass. Okay. Da ist auf jeden Fall der Händler. Okay, und der Schmied ist hier. Ganz offensichtlich. Sieht man sofort. Okay. Nehmen diese Buchse. Was auch immer es ist. Und da rein hätte ich ganz gerne auf jeden Fall... Nee, nicht Feuerschaden. Life Leech haben wir genug. Angriff und Verteidigung. Plus 10%. Alle Resistenzen plus 10. Bitte. Und Regeneration wäre nett. Ja, hier Phasenverschiebung plus 1. Das passt schon. Können wir, ich nehme das nochmal ganz kurz da raus, können wir auch Schadensarten 12 Angriff. Das hätte ich vielleicht viel häufiger machen sollen, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Aber schöne Resistenzen, nochmal alle Resistenzen plus 10 und ein bisschen Cooldown und so, ja, das ist alles hübsch. Das ist alles hübsch, ich mag das. Alter, aber durch Türen gehen mag ich nicht. Das ist nämlich hart anstrengend. Ja, mach mir die Tür vor der Nase zu. Besten Dank auch. Ich wollte nur in deine Truhe gucken. Mit dem Gold, was ich dir jetzt geklaut habe, kaufe ich jetzt ein. So läuft's doch. Ach Mist, da hätte ich noch total das Item rausnehmen können mit aller Resistenz und plus 10. Naja, nächstes Mal. Wobei, kann ich gleich immer noch machen. Wir sortieren mal ganz kurz. Das kann eigentlich... Das kann weg. Was ist das hier? Weg damit. Ich will überhaupt nichts von dir. Geh weg, ich mag dich nicht. Sehr freundlich, die Leute hier. Sehr freundlich. Undankbares Pack. So. Einmal das. Einmal das. Zack, zack. Zack. Und... Na komm, wir verkaufen sie. Steig auf. Oh Mann, ist das eigentlich... alles wenigstens einmal sauber abgewickelt? Alter, quatsch mich nicht voll, du Mistbalk. Meine Güte, wer stellt dich denn auch dahin? Hast du keinen Hund, der dich irgendwie in den Arm beißen kann oder so?
Hast du nicht ein Feuer, mit dem du spielen kannst? Apropos. Nee, falsche Hütte. Hier. Dazu, was ihr da im Kackdorf macht. Gott. Nur diese Kinder dahingestellt. So, ich latsche jetzt nochmal bis zur Kanalisation. Da speichern wir dann. Und dann können wir da nächste Folge mal weiter gucken. Zwischenzeit zünde ich noch ein paar Leute an. Ein bisschen mehr XP schadet ja nichts. Na komm. Danke. Glimmendes Amulett der Geschichte. Hatten wir das nicht gerade schon? Ne, können wir nicht tragen. Okay. Schade. Kommen wir darüber. Müssen wir darüber. Müssen wir. In dem Fall. Gesagt, getan. Ah, dann sind wir auch schon hier. Das ist ja praktisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben für den Hinweg viel länger gebraucht. Könnte es sein, dass wir vor einen dezenten Umweg geritten sind? Vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nun ja. Wie kommst du denn jetzt schon wieder her? Niemand hat dich hierher bestellt. Warum musst du jetzt auch noch abheben? Wo kommt denn der Knilch jetzt auch noch her? Was ist denn hier los? Schon ist es aus mit euch. Das ging in der Tat schnell. Könnte daran liegen, dass er eine ungenaue Klingenwaffe trug. Dass die ihm nicht massiv weiterhilft, war irgendwie zu erwarten. So, da wären wir. Lö-Kanalisation, dann lassen wir das Pferd mal zurück. Was ist das denn krasses hier? Okay, ganz viele Leute. Gibt es hier einen Händler? Okay, ich muss da auf jeden Fall noch runter. Aber es gibt hier... Warum geht denn das hier nicht auf? Hallo? Hallo, Shankmite. Ich muss da rein. Da ist meine Quest, aber ich krieg die Tür nie auf. Wirklich? Ich meine... Such Prinz Valon in seinem Geheimversteck auf. Ja... Ah, jetzt ist offen. Aber Hauptsache, ich kann da... Was? Okay, hier unten sind böse Jungs. Die sind... sind ganz schön gut im Level. Könnte auch das Schmiedsymbol sein, der Pilz, der da wächst. Ist das hier schäbig? Ja, wir speichern hier mal. Das finde ich ganz gut. Und dann gucken wir mal, ob wir nächste Folge hier durchkommen oder ob wir unfassbar auf den Sack kriegen. Bis dahin, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.